bin angekommen in München und hier sind schon ganz, ganz viele Blogger, denn heute gibt es die Neuigkeiten von Sally Hansen, Astor, OPI und Manhattan. Oh mein Gott, ich bin total aufgeregt. Entschuldigung, dass ich meine Brille aufhabe, die mir 3 Kilometer zu groß ist, aber die Sonne scheint und sonst muss ich meine Augen so zusammenfetzen und das wollen wir ja nicht. Also, ich nehme euch mit und wenn ihr wollt, dann seid ihr einfach mit dabei. Ich führe euch mal kurz rum. Vorne ist auch mein Schatz Steffi. Können wir mal zusammen hinlaufen, schnell. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Moment. Hallo Mädels. Die gucken auch schon. So, da vorne ist meine Steffi. Ich zeige es euch gleich mal. Da bin ich. Da ist mein Schatz Steffi, unsere Mama Co-Beauty. Oh mein Gott. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei und abonnieren, abonnieren, abonnieren. Mayra Nummer 2. Kleiner Scherz. Ja, ich freue mich, dass wir heute beide hier sein dürfen. Ja, ja, richtig cool. Und jetzt sind wir total gespannt. Ich bin neugierig, was jetzt passiert. Ich auch. Also, los geht's. So gehen wir zum Festival. Ne, Niki? Die Niki. Davor also eine kurze Shorts, so gehe ich immer aufs Festival. Ganz ja, klar. Ist klar. Die Schuhe finde ich geil. So Flamingo ist total süß. Okay, nächste Challenge. Wir dürfen jetzt mit diesen Lipglossen hier irgendwas experimentieren. Keine Ahnung was. Hier ist die Kamera bereit. Und wir sollen dann was für die Kamera sagen. Was sage ich euch jetzt erstmal noch nicht. Und ja, los geht's. Ich stumm dich mal. Und noch ganz wichtige Info. Warum bin ich so weiß? Ja, ich bin eigentlich schön gebräunt. Nee, du bist total weiß. Hallo? Das ist die Wahrheit. Wir sind die ersten Blogger, die das heute testen dürfen. Yay! Niki, freu dich mal. Danke. Und weiter geht's mit Astor. Kannst du Mädels sitzen schon? Gerne. Sind sie alle? Jetzt schauen wir mal, was es hier Neues gibt. Ihr habt vorhin schon gehört, seit 10 Jahren ist sie schon. Die Astor Make-up-Artistin bringt ganz viel Expertise mit, ganz viel Erfahrung, hat auch mit sehr vielen Printproduktionen schon zusammengearbeitet. Und wird uns heute einführen in den Bereich zum Beispiel der Ombre-Lips, also es geht um den Trend-Make-up für den Bereich Lippe. Konturen, Schliffen, klassische Lippe machen möchte oder eben Ombre-Lips oder was auch immer. Was ist noch wichtig bei Ombre-Lips? Eine ruhige Hand. Ja. Eigentlich so hell mit diesem Lippen. Weil dann irgendwann ist auch bin doch eigentlich total braun. Die Lippengröße dann eine Beschränkung. Wir haben gerade einen kleinen Lippenstift. Ja, hier nochmal aufzuhellen. Weil hier alle gerade ganz, ganz fleißig sind. Machen wir auch gerade eine tragbare Lippe. Da wird gerade alles ganz fleißig getestet. Und da vorne wird es vorgemacht. Das ist dann wie ein Sieb, ne?
So. Das dient als Fixierer oder wenn man jetzt einen Lippenstift natürlich matt machen will, dann lasse ich so. Habe ich nicht schöne Ombre-Lips? Ja. Sieht gut aus, mein Schatz. Danke. Nächster Workshop, jetzt sind wir gerade bei Sally Hansen und die Mädels sitzen alle schon, schaut. Nur ich bin wieder die Letzte. War ja klar. Also schauen wir mal, was Sally Hansen für uns bereithält. Wurde vor ca. 55 Jahren gegründet und Sally Hansen gab es wirklich. Passt sich perfekt an die Nagelform an. Man hat lange auch rumgespielt mit der Anzahl der Haare, die in einem Pinsel sein sollen. Insgesamt sind es jetzt mittlerweile 800 genau. Und für uns persönlich, aber auch viele, mit denen ich gesprochen habe, die Sally Hansen lieben, ist es die perfekte Anzahl von Haaren, weil es nicht zu dick wird. Es sammelt sich nicht der Nagellack in dem Pinsel an und man kann es perfekt auftragen. Sally Hansen hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele Nailbooks designt, aber auch ist sie in Background tätig für Stella McCartney auf den Fashion Weeks. Da geht sie den Modeln die Nägel, aber auch für Philipp Lind beispielsweise. Miley Cyrus liebt ihre Nailbooks, Miley Cyrus hat sie auch schon die Nägel lackiert. Also sie ist jetzt mittlerweile sehr, sehr das Ziel und wir sind sehr, sehr froh, dass sie unsere Markenbotschaft dann ist. Fashion and from the Runways. Having contrasted colored stitching, like how this has a white stitch on an olive green color, or having a line of color on the edge of the fabric. So I wanted to do a nail that mimics that fashion trend. I replace the puddle every 3 or 4 dots so it's fresh. Then you'll take your tool and dip into the puddle. And I recommend to try it first on the plate. Use light pressure when placing the dots so that it's perfectly circular. And re-dip every time. Then when you feel confident, you can try it out on yourself. It's perfect and very easy. And I also recommend to clean off the nail every few dots so it doesn't get chunky. So you want to keep replacing the color puddle and keep cleaning the nail off so it's fresh. Hier habe ich schon was hingemacht. Hier ist mein Bleistift bereit mit dem Nagel. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und hier haben wir jetzt eine limitierte Edition. So, so schön. Die ist ab Juli erhältlich. Und schaut euch mal bitte die Farben an. Eine schöner als die andere. Richtig schön. Ich wollte euch noch ganz kurz mein Ergebnis zeigen, mein Sally Hansen Nail Art, was ich halt kreiert habe. Und jetzt muss ich das direkt wieder runter machen, weil es weitergeht mit OPI. Hier sind die ganzen Mädels und hier ist ein Fotograf, der mich hoffentlich gut trifft. Sonst muss ich ihn töten. Ich soll dir liebe Grüße von Tara sagen. Dankeschön. Sehr gerne, mein Herz. Also, hier ist mein Ergebnis. Schaut, ich habe mich für Cherry Blossom entschieden. Und hier ist die Niki. Mein Spiegel. Ey, du hast eine schöne Brille auf. Michael. The Michael. Zeig nochmal deine Nägel. Auch richtig schön. Schaut, hier seht ihr den Unterschied zwischen Weiß und Berry. Und jetzt. Ja, wunderschön. Und jetzt geht es auch gleich schon wieder weiter. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Erstmal kurze Pause, ne? Wir haben voll Hunger. Hey, mach dir mal schwarze Haare. Es kommt nichts mehr. Ja, aber Essen kommt noch. Mach dir schwarze Haare. Also bis später. Oh, sind sie nicht wunderschön, meine Nägel? Schaut euch bitte meine Nägel an. Immer macht sie das. Immer.
da bin ich wieder. Das Event ist jetzt soweit zu Ende. Es gab so, so viele tolle Neuigkeiten. Wir sitzen jetzt alle noch so ein bisschen zusammen und trinken was Kühles. Das Wetter ist nämlich ganz, ganz toll, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Und die liebe Steffi, die muss sich jetzt auch verabschieden, denn ihr Shuttle wartet schon. Muss jetzt los. Genau, sie wollte aber noch Tschüss sagen. Tschüss, ihr Lieben. Bleibt alle gesund. Genau. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Mal sehen, die Neuigkeiten. Ja, also wir werden euch auf jeden Fall über die Neuigkeiten weiterhin berichten. Und jetzt genieße ich noch die letzten 5 Minuten mit meiner Steffi. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieser kleine Einblick in diesen wunderschönen Tag hat euch gefallen. Dieses kleine Follow Me Around, das ich euch mitgenommen habe zu diesem wunderschönen, ja, Event mit ganz, ganz vielen tollen Marken. Dafür möchte ich mich auch nochmal recht herzlich beim kompletten Team bedanken. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!